willkommen zu einem weiteren gepflegten Rennsport-Event. So, jetzt wollen wir mal eben, weil ich kein Nitro habe. Vielleicht können wir ein bisschen, wir haben 241, vielleicht kann man da noch was machen. Ich bin gerade irgendwie... Ah, wieso geht denn? Wieso kann ich das nicht kaufen? So, 240. Ich will ja Nitro haben, aber... So, dann haben wir wenigstens zwei. Ich bin nicht, um euch das zu sagen, ich bin das gefahren schon, ja. Aber mir da gesagt, vorhanden zu weisen. Oh, 240. Dass wir, also irgendwie ist mein Controller ausgegangen. Ja, war dann da, wo er blinkt. Dann auf einmal hier am Blinken und hat keine Reaktion gemacht. Kamera ging aus, also OBS hat nicht mehr irgendwie funktioniert. Aber ich denke, what the fuck, ey? Also irgendwelche USB-Probleme, das gibt es irgendwie manchmal, das ist eine Krankheit hier. Ich weiß auch nicht. Stabilisator, Luftfilter. 245. 250, jetzt haben wir genau 250. Ja, geil. Okay, dann haben wir das jetzt. Jetzt haben wir ein Perfekto. Perfekto Mundo, ey. So, gehen wir mal auf die Straße und versuchen wir mal uns an der Strecke. Ich bin die Freundin, wie gesagt, ich bin gefahren. LKW, direkt von da, wo ich rein muss, war ein LKW von Hot Wheels. Klasse programmiert, sag ich da nur. Need for Speed. Ja, so. Das haben wir auch Nitro. Hatten wir vorher nämlich nicht gehabt. So, jetzt habe ich gedacht, weißt du was? Wenn du jetzt nochmal anfängst, guckst du nochmal, ob Nitro dabei ist, ne? So, ja. Oh, da ist gerade einer weggefahren. Kannst du mal sehen. So, warte, ich habe gerade mal was im Auge. Ich bin nämlich gerade erst aufgestanden. So, also so. Ich bin gestern ziemlich früh ins Bett gegangen, war irgendwann um 9, halb 10, 10 Uhr irgendwas, meine ich. Ja, was wollte ich noch sagen? Keine Ahnung, ist mir irgendwie ein Fleucht, vielleicht komme ich gleich drauf. So, 250 PS, jetzt suchen wir uns mal die Strecke raus. So, ja, ich bin die vorhin bin die vorhin angetestet, aber... Fahre einen Wagen mit weniger als 250 PS für dieses Event. Yeah, du willst mich wohl verarschen, ey. Jetzt gibt es... Ja, ja. Immer diese Angeber da. Gut, da gehen wir jetzt mal in den Unterschlupf. Ich hab's mit meinem Meh im Moment. Das habe ich angesteckt beim Montana Black, ey. Also habe ich mir das mal auf YouTube gesucht, hab's auch dann direkt gefunden, ne? So, du willst, dass wir also weniger 245. Oh, sag mal 244, ne? Also keine 250. Da fängt der gleich von Need for Speed an rumzollen hier, ey. So. Überlegen wir, 241 hatten wir vorher, ging ja, aber ich hatte kein Nitro. Also machen wir erstmal Nitro rein, ich bin weg. Wenn du dann mal irgendwo gegen fährst, ne, dann musst du nicht gleich das einfach vorne anfangen, sondern kannst dann gleich direkt mal von da weitermachen. Hast dann halt Nitro, kannst gucken, dass du aus der Zeit noch ein bisschen was drauf ist. So, dann gehen wir jetzt mal hier hin. So, teleportieren. Na, Fehler hat er jetzt nicht angezeigt, also wir können es jetzt fahren, weil wir 6 PS haben. So, dann mal los. Ich bin mal gespannt, wie sich der Mazda fahren lässt. Jetzt. Ja, ist schon besser, wenn man eine Nitro drin hast. Da kannst du nämlich noch ein bisschen was rauskitzeln.
Typ, den ich am frühen Morgen mit LKW am Virus. Das nicht gut. Schalt mal hoch, Mensch. Jawohl. Leicht, ein bisschen leicht zu übersteuern. Gut, ja. Karre gekauft und dann. Direkt mal. Nicht mal Handling eingestellt, großartig. So, was sind wir hier? Ach, verdammt doch mal! Ja, komm mal, egal. Ja, ich dachte, das ist eine schöne Anstalt. Nee! Nee! Ich richte mich immer nach den scheiß blauen Pfeilen auf der Straße und gucke nicht unten auf die Karte. Vielleicht sollte ich mir die Pfeile auf der Straße ausmachen, weil die scheiße sind, weil die Kacker sind. Aber dann muss ich mich dann gewöhnen, unten auf der Karte zu gucken. So, komm. Geschwindigkeit, kommt sie rum. Nicht kriechen, Gas geben. 250 PS, ist ganz schön wenig, ey. Ich gucke nach links, auf der Karte. Obwohl ich eigentlich irgendwie in dem Punkt gerade in die Kamera gucke, weil ich total, weil ich hier und da und dort gucke. Wow, wow, wow. Das war aber jetzt knappes. Knapp auf Fix, ey. Jetzt aber, guck mal diese Kackkurve. So, wie gesagt, bin ich schon mal am Anfang gefahren. Aber ich musste nach dem hier irgendwo rechts abbiegen. Das kommt aber gar nicht so. Und dann stand mir dann ein LKW im Weg. Ja, da habe ich gesagt, weißt du was? Und dann hat sich dann beim zweiten Mal versuchen. Noch mal Controller aufgehängt. Ja, diese Kurve war das, genau. Da stand der LKW mitten vor der ganzen Kurve. Ich kam einfach nicht rein in die Straße. Ja, da, bei so einer Zeit, die sie da vorgegeben haben. Oh, ich hatte es nicht weit gehabt, 1,38. Wow, okay. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Mir juckte der Arsch. Ich muss ja mal. Alles klar. Überspringen. Ja, sicher will ich überspringen. So, halt mal an. Halt an. So. Haben wir es jetzt? Kriege ich keinen erfolgreich oder sonst irgendwie? Kein Anruf? Nix? Gut. Dann gehen wir mal hier rein. So, das haben wir denn. Ich habe auch echt... Hat echt jemand gesagt, die Cops, Devil organisiert ein, aha, Whisky Devil. Also dann gehen wir mal zur Garage springen. Ich glaube, da müssen wir wieder ein anderes Auto rausholen. Ich hatte vorhin auch irgendwie Probleme bei Need for Speed. Ich stand vor der Garage und dann hast du normalerweise, kannst du hier oben auf drauf drücken. Nee, so, aber es ist nichts passiert. Ich denke, okay, Wagen wählen, ja. Okay, so Garage verlassen. Das heißt, ich musste dann extra aufs Menü, auf Start drücken. So, Start, ja? Start drücken und dann auf Garage springen, weil das so nicht funktioniert hat. Deswegen wird das jetzt wahrscheinlich auch nicht angezeigt. Und ich kriege keine aufploppende Nachricht oder einer quatscht mit mir. Also, ein bisschen merkwürdig. So. Ach, jetzt kommt was. Okay, Junge, mein Telefon explodiert. Jeder weiß, was du geschafft hast. Läuft gut für uns, Mann. Lass uns eine neue Strecke versuchen. Was Anspruchsvolleres, Mann. Was Anspruchsvolleres? Da sieht man, wie die KI hier vorbeibrettert. Okay, so, was hat er denn? So, Nachricht wiederholen. Nein, Ort auf der Karte anzeigen. Schwer. Rundkursrennen. Oh,
Wahnsinn oder Genie? Genie. Genie ist das Virus. Ich will aber nicht. Komm, machen wir mal. Schwer, schwer. Scheiße. Schwer. Und das mit Level 36. Der Wahnsinn hat einen Namen. Virus Rage Master 3000. Der Rockstar ist da. Nein, das AP-Männchen. Ich weiß gar nicht, wie mir gerade die Pumpe geht, Alter. Das ist echt Rust fährt. Nein, 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 ganz ruhig, Skyline, da brauchst du nicht irgendwie Reifen quietschen. Ah. Oh, das ist mal knapp, Mann. Menno. Dass ich mich gerade ein bisschen konzentriere. Ah! Ja! Geh doch mal weg, du! Oh. Ey! Die beschissene KI von vorne. Egal. Ich bin wieder Erster. Also, ja, ich wollte da programmieren. Need for Speed, definitiv Kacke gebaut. Aber ist ja nichts Neues. Das könnte ja ziemlich gut. Mal hier und da mal überprogrammieren. Ein Bug verarscht den anderen. Aber es läuft. Komm rum. Was ist denn mit dir? Hör auf zu schielen, Virus. Warum soll ich denn? Nee. Ach ja. Nein, 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 nein. Richtig. Oh, ganz ruhig auch unten. Himmel, Arsch und Sack genäht, Alter. Mann, Porkau. Auch du weißt gar nicht, wo du ausweichen sollst. Weil das mit dem Licht so irritierend ist. Du weißt jetzt nicht, ob der auf der linken oder auf der rechten Seite kommt. Alter, es ist nicht mehr lustig. Ich freue mich gleich wieder. Weil unten mir die Linie wieder sagt, links, rechts. Das ist gleich da, wo ich das erste Mal vorgeknallert bin. Auf die Strecke da, das ist irgendwie... Jo, alles klar, Skyly. Scheißkarre. Ja, hier fängt's wieder an. Also, Virus. Hör doch, was ist das denn für eine Scheiße, Mann? Diese Pisskarre geht mir auf den Sack, Alter. Zieht aber rüber und hängt sich wieder an den Beton auf, Alter. Ich könnte kotzen hier, ey. Jochen, Alter, hör auf mit der Scheiße. Vor allen Dingen, du kannst die Bande nicht mal als zum... Ja, ach, hier, Hauptsache im Ziel, ey, weiter.
Kannst du nicht mal als dass du schön dran hergrinden kannst, weißt du, Rollrap machen so. Fuck it. Nein, da bleibst du puff und Feierabend. Unlogisch. Wenn du auf der Autobahn irgendwo unterwegs bist und da kracht, sondern da knallt sich gegen die Leitplanke und kannst trotzdem die Leitplanke noch ein bisschen nutzen und fährst dran näher. Fail. So, erfolgreich. Egal. So. Also das gefällt mir. So muss man diesen Trotteln zeigen, Mann. Triff mich im Longhorn. Die Sache wird voll abgehen, oder? Ich würde gerne wissen, was Magnus jetzt denkt, Mann. Bis später. Alles klar. Kartenupgrade. Dann treffen wir ihn jetzt aber. Longhorn, Green Corn, Vollkorn. Hier ist es doch, da. Ich hab's doch. Komm her! Mensch. Ein bisschen träge so, dieses Steuern auf der Karte von denen. Weiß ich, ob das Absicht ist. Gucken, meine Katze liegt an der Fensterbank. Hat ja nicht so wenig gepasst, um morgens um 4 aufzustehen. Ich gerade auf Toilette gegangen, Pulle machen. Ja. Ich wollte mir gerade die Socken anziehen, dann wieder, wo ich vom Klo kam. Oh Gott, die Katze rein, guckt so. Wie, willst du jetzt aufstehen? Ich wollte mich gerade wieder dazulegen. Yo. Wo ist Travis hin? Keine Ahnung. Hier. Magnus postet eine neue Challenge. Wie soll ich irgendeine Chance haben gegen den Kerl? Bleib locker, Mann. Ihr wart gut. Ihr beide. Gut reicht aber nicht. Du gewinnst keinen Blumentopf damit. Der hier, der war echt krass, Mann. Ich will das auch. Meinst du, Magnus schläft? Er sieht 2 junge Typen, die ihn in seinem Revier jagen. Nicht einen. Hä? Dieser Kerl, Mann. Muss ich dir aufschreiben. Er hat dich auf dem Radar, Spikey. Nächstes Mal. High five, Digga. Hab ich dich, Mann. Yeah. Oh. Streit hin. Wie sie sich freuen. So. Da scheint ja richtig die Party abzugehen und wir müssen sie schon verlassen. Naja, wir sollen ja nur Rennen fahren. Ist doch mal, ey. Bäh. So, da wollen wir mal gucken, was war denn, was ist denn. So, ach so, ja, beim nächsten Mal. Okay, gewinne die Events mit Risky Devil. Ach, ich denke mal, das macht man, Moment. Genau, Karte. So, dann wollen wir uns jetzt mal das, an jede Kurve geklammert. Nö. Ich habe jetzt keinen Bock auf da, auf irgendeine schwule Wichsdrift. Nee. Ich komme nicht drum rum. Ich muss. Oh Gott, ey. Nichts ist schlimmer, als wenn es heißt, es ist schwer. Mit Level 36. Nee. Eieiei. Wird es ein fairer Kampf? Nein, ich denke nicht. Es wird ein harter Kampf. Fair. Wofür brauchen wir fair? Alles klar. Rocken wir das verdammte Ding. Immer mit der Ruhe, Alter. Gleich, Mann. It's no easy way out. Die Punkte konnte ich mir jetzt nicht anhaben. Ja, aber für jede Kurve, die. Ja, fahr doch noch schneller, du Käse-Yogi. Ah! Wow!
Ah, komm, was ist denn? Weiß natürlich nicht, ob wir dranbleiben müssen. Oh mein Gott. War jetzt natürlich aber Kurven, Alter. Ich hab so viele Punkte gar nicht vor. Hartes Eisen, Alter. Was ist, kommt, du sollst driften. Das geht's doch nicht. Punkte, egal. Es zählt wohl nicht direkt hinter zu bleiben, sondern Punkte zu machen. Ist ja driften. Da ist das so. Das ist man ja nicht schlecht. Aber dahinter zu bleiben, ist irgendwo schon krass. Ei, 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 ei. Was habe ich gesagt? War das krass? Hammer. Die sind schon startklar für den nächsten Lauf. Ich bin dabei. Wir sehen uns. Meine Fresse. Die haben ja auch. Nichts anderes zu tun, wa? Eieiei. Und was ist hier? Das, kein Körperkontakt. Bah! Was ist das? Drifttraining, ja. Hauen wir da direkt mal hinterher, boah. Wenn wir das jetzt verkacken sollten, sag ich schon mal, no? Dann werde ich mir mit Spike nochmal eine Runde gönnen, denke ich.